Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu der Stelle, wo wir auch stehen geblieben sind. Ja, ich werde es jetzt einfach nochmal versuchen. Und diesmal versuche ich diesen Kerl einfach ganz schnell leise umzubringen, dieser Typ mit der Fackel. Ich bin der Meinung, auch die ganzen Typen mit der Fackel, das sind doch bestimmt auch die, die hier Lärm machen. Komme ich hier jetzt rauf? Ohne? Fürchte er nicht. Naja, und ich glaube auch wirklich, das hat nichts mit den Fackeln zu tun. So, irgendwo hier muss er sein. In diesem grünen Bereich gehe ich jetzt mal stark von aus, dass das gemeint ist. Ich könnte Gord erschießen. Ich frage mich, ob ein Uruk je vom Schützen zum Hauptmann wurde. Bestimmt, das funktioniert bestimmt. Das ist ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Gord wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gord kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Ah, er bleibt am Jagdlager. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. So, wer ist Gorod? Ah, das ist auch ein Turm, den wir einnehmen können. Siehst du, können wir gleich alles kombinieren hier. Wer ist aber Gord? Das ist bestimmt dieses Vieh, oder? Was er da drin hat. Aber guck mal, das können wir ja gleich alles kombinieren, Mensch. Das ist ein Traum. Ja, ja, ja. Laberkopf. Laberkopf. Da haut er ab. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Gorod? Boah, wie viel es ihn schon abgezogen hat. Ha, werden wir gleich mal das schön machen. Informationen sammeln. Wir holen noch mal was aus ihm raus. Wen haben wir denn hier noch nicht? Nehmen wir einfach mal den Bengel. Im PvP macht 10 heilige Scheiße. Gerät in Wut beim Anblick von... Ach so, er gerät in Wut. Das ist natürlich anfällig für Schleichtode. Anfällig gegenüber berittene Bestien. Und da geht er down. Sein Gehirn zum Platzen gebracht. Kampfbericht. Nach dem Machtkampf kannst du... Haben wir das nicht schon gemacht? Guck mal. Duell versus Duell. Ach hier, hier hauen sich wieder zwei. Er wurde befördert. Aber der Feigling. Bestimmt hauen sie ihn platt. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf.
Jetzt helfe ich dem Spinner zum Häuptling, oder was? Er ist ein bisschen verrückt. Vorsicht vor dem Karagor! So, und nun? Der Geist von Mordor, Erfolg, Auftrag abgeschlossen. Zusätzliche Ziele haben wir auch. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was das frage ich mich auch. Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Tja, das ist wohl wahr. Ich würde gern wissen. Ich will diesen Bogenschützenauftrag machen. Nein, Obelix, das tun wir nicht. Ich werde... Halt, wir haben noch eine Fähigkeit, sehe ich gerade. Oh, wir haben wieder einen Punkt, sehr schön. Was hatten wir denn noch? Das mit dem Festaggern? Was ist denn das hier? Drück R, um Gift in die Grogfässer zu geben. Das ist natürlich auch geil. Waldläufergeist. Ich finde diese Waldläuferfähigkeiten irgendwie viel cooler, oder wie seht ihr das? Oh, 236 Punkte, da müssen wir noch richtig hier. Richtig die Lümmels töten, ja. Link, das machen wir E und dann E drücken. Ah, ich nehme das, weil ich schleiche auch gerne rum hier. Halt, was war das denn? Wir haben eine Waffenverbesserung. In dem Bogen sogar? Was haben wir denn bekommen? Kopftreffer. Ach genau, das war das, was ich hier reinmachen will. Das haben wir ja vorhin bekommen. So, hier haben wir was Episches. Halt, das war, stellt beim Töten der Kopftreffer 5 Gesundheit wieder her. Hört den Schaden. Und dann hatten wir das, was war... Ah, das waren die Prozente. Siehst du da, wir könnten ja auch Sachen nachher noch umwandeln, soweit ich mich noch erinnere. Wir laufen erstmal hier hin, weil ich möchte, dass wir diesen... Ich bin gerade erschrocken. Oh Gott. Genau. Reiße sie. Es geht nicht. Wieso? Moment. Ich vollkommener Idiot. Wir sind ja hier. Ich wundere mich gerade. Da wollte ich doch hin. Ich habe mich ablenken lassen. Mal wieder. Unverzeihlich. So. Das heißt aber, die Questreihe mit diesem Lümmeltyp, die geht bestimmt weiter. War das die? Die Rangleiter im Poral. Machthunger wächst beständig an. Damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halt ihn mal Leben und er bringt dich einen Schritt näher zur schwarzen Hand Saurons. Ach so, stimmt, das war das. Greif Pushkin Schar, um sein Festmahl an Saurons Armee zu schwächen. Ja. Aber ich mache jetzt das, was ich vorhatte. Damit wir erstmal alle Gebiete abklappern können. Mein eigentliches Ziel. Oh, da ist schon wieder so Fat Tony. Was geht mit ihm ab, ey? Halt. Besiege Turgot den Wächter, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Ach komm, wenn wir schon hier sind. Was soll's? Also ohne Schmarrn, wir können eigentlich jede... Wir können jeden Bonus eigentlich gebrauchen, den wir hier so haben. Wieso? So, warte, Leute. Irgendwie, ich weiß nicht, was los ist gerade. Jetzt scheißt gerade mein System rum. Ist sogar ein Level. Ach komm, machen wir weg, den Bengel. Bitte warten, wir laden. Okay, jetzt hakt. Ich hoffe wirklich, dass ihr das nicht seht, wenn ihr das guckt, weil bei mir hakt es gerade übel. Aber bis jetzt war es ja noch nie so. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist, seit das vorhin ein bisschen abgestunken ist. Ich drück kurz... Nicht wundern, ich drück kurz Escape. Ich bin sofort wieder da. So, Leute. Mal gucken. Den Typen werden wir noch... Was sollen wir? 5 kriegen wir hin. 2 3 4 und die 5. Was geht? Mann, ich hab gegen sein Schild geschossen. Er soll sterben. Hey, Honey. Das mache ich.
Du bist aber gar nicht so hübsch, wie ich dich in Erinnerung habe. Immun gegen Fernkampf, da war ja was. Ah, jetzt kommen hier wieder 4 Millionen Gegners. Aber ich habe das Gefühl, dass wir auf einmal viel mehr Leben verlieren. Weil ich habe doch extra Leben geskillt. Also vorher konnten wir ein bisschen mehr ab. Also vorher konnten wir wirklich mehr ab. Bin ich felsenfest überzeugt. Oder ich war nicht richtig voll. Das kann natürlich auch sein. Dann nehme ich alles zurück. Aber ich bin schon fast der Meinung... Wurde hier gerade Verstärkung gerufen. Ich hoffe, ihr nicht. Nein! Fucking hell. Du bist ein Schild. Ich muss die Kombo wieder hinkriegen. Komm schon. Einfach mal elegant ausgewichen. Hier, komm schon, gib mir jetzt... Ja, das brauche ich. So langsam, aber sicher habe ich dich, Sweetheart. Nee, klappt ja schon zum dritten Mal. wo kommt das her? Wo kam das her? Darf mich jetzt nur nicht, dass er stimmt. Das, genau, man hatte ja immer so einen Bonus von denen und denen und denen. Es kommt immer drauf an, wer einen wann tötet. Ich glaube, das stimmt, das war es nämlich. Ah, jetzt ein anderer. E drücken. Das Problem ist... Ich muss jetzt kurz weg. Nein, 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 nein. Der lädt sich nur wieder auf, der Bengel. Oh nein, noch ein Chef. Was ist hier los? Du hast Mut, das lass ich dir. Mehr lass ich dir nicht. Nee, musst du auch nicht. Den Eier machen wir auch noch weg. Ich hab keine Helmgeschosse mehr. Dich gleich, du stinkender Abschaum. Du auch nicht, Sweetheart. Ha! Da geht er down. Und jetzt, da hier noch ein Chef ist. Machen wir dich auch nochmal eben nackig. Fuck, oder auch nicht. Ah, was? Er hätte mich doch noch gar nicht ins K.O. befördert. Ach, das ist doch schon wieder hier. Keine Fußmade. Hättest du aber wissen müssen. Woher sollte ich das wissen? Du bist abgrundtief hässlich. Oh, Mann, was ist das für ein Zeichen? Speicher da gerade. Jetzt. Zwergenfresse. Ah, hier ist unsere Ratte. Rang 9. Fest mal.
Gut, der Stratege. Unbekannter wurde zum Hauptmann befördert. Oh. Nicht nett. Aber das liegt doch daran, es sind erst 15 Minuten, 16 Minuten, aber ich habe gerade echt Probleme mit meinen Frames und ich weiß nicht, was das liegt. Das war die ganze Zeit nicht. Ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen, soll es mal tut, wenn die Folge, glaube ich, 16 Minuten oder sowas geht. Aber ich kann so nicht zocken. Ich muss erst mal gucken, woran das liegt, weil das war die ganze Zeit nicht. Das ist auf einmal. Trotzdem in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, Leute. Oh, guck mal, dann als nächstes gehen wir hier hin. Hier steht Wolfs Gesicht episch. Das sollte ja beim nächsten Mal dann auch noch da sein, denke ich mal. Hoffe ich. Ist irgendwas für unser Schwert. Und in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.